So, ein wunderschön. Ja, das ist eine kleine zwischengeschobene Folge, hatte ich ja schon angekündigt, weil wir haben ja derzeit, haben wir ja so, dass wenn wir halt unser Projekt starten, also unser Spiel quasi spielen, dass wir als Spieler halt einfach immer nur Spieler heißen, ne? Player. Und das geht zwar, aber man möchte es natürlich ein bisschen interaktiv haben. Man hat auch schon gesehen bei dem Spiel, was ich erstellt hatte, ne? Man kann sich natürlich selbst auch einen Namen geben. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Da lernen wir quasi ein bisschen was Neues kennen. Es ist aber nicht allzu schwer und man muss es ja auch nicht allzu häufig machen. Und zwar ist das relativ simpel. Man braucht eine Eingabe und auch wieder eine Variable. Und zwar sagt man, das Ganze läuft in NumPy. In Python. Das heißt, wir brauchen wieder unser Python. Das hat sich ja, glaube ich, schon mal gezeigt gehabt mit dem Python. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ist auch egal. So, Python. Jetzt wieder, man sieht schon, Doppelpunkt. Also, aha, einrücken. Und jetzt kommt nämlich, wir brauchen eine Variable mit unserem Namen. Und dieser muss irgendwie eingegeben werden. Und dafür gibt es bei RenPy eine Funktion, die heißt, wir machen es mal richtig, RenPy.input. Man könnte dieses RenPy am Anfang auch weglassen, aber wir machen es mal mit, einfach weil es so komplett ist. Und jetzt ist das eine Funktion, die ein Parameter braucht. Und jetzt schlagen die meisten wieder den Kopf über den zusammen. Was ist ein Parameter? Und zwar, wir können das Ganze jetzt einfach so lassen. Ist nicht schön. Was willst du hier? Weg mit dir. Moment mal, hab ich das gerade schon wieder verkackt hier? Lalalala. Tipp und tipp. Achso, war schon der richtige. Jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Wo ist denn Skript da? Ach, okay, ja, ich bin dumm. Okay, alles gut. Genau. Dieses Dollarzeichen hier sagt ja an, dass wir Python-Code ausführen. Da wir hier aber sowieso Python-Code ausführen, brauchen wir es in dem Moment nicht. Das war gerade Dummheit von mir. So. Okay. Ja, einmal einfach beenden und neu starten. Hat keiner gesehen. So, jetzt sieht man hier schon so einen kleinen blauen Strich. Das Ganze soll natürlich so einen Cursor darstellen. Das heißt, wir können jetzt an der Stelle was eingeben. Yay! Wir gehen einfach mal zum Beispiel ein AFDF. Ja. So, bam. Und schon geht es einfach weiter. So. Und jetzt hat man auch schon gesehen, das ist natürlich, wenn man hier, wenn das Ganze so ist, dann, hä? Ne, als Spieler weiß man nicht, was man jetzt machen soll. Und genau dafür ist das hier da. Da kann man jetzt heute schreiben, bitte geben Sie Ihren Namen ein. Doppelpunkt. So. Und jetzt, reload. Achso, ja, geht in dem Moment nicht. Dann machen wir einfach mal kurz beenden. Ach komm, einfach schließen. Ja. Und starten. Tada! Bitte geben Sie Ihren Namen ein. Doppelpunkt. Hallo. So, jetzt haben wir den Namen. Hallo, aber das Spiel. Es ist natürlich einfach nur eine Variable, die jetzt irgendwo rumliegt. Das heißt, wir haben jetzt eine Variable mit dem Namen Name, wo unser Name drin steht. Aber damit das Spiel damit was anfangen kann, müssen wir jetzt hier oben die Definition ein bisschen anders machen. Und zwar kommt es jetzt nicht mehr am Anfang, also bevor alles andere passiert, sondern sie kommt nachdem wir unseren Namen eingegeben haben. Da. Wobei ich hoffe, dass es jetzt auch eingerückt werden muss. Ich gucke mal nochmal ganz kurz nach. Nicht, ne, bevor ich wieder Stoß erzähle. Okay, das war nämlich genau falsch. Das heißt, es ist tatsächlich kein Python-Code mehr, sondern es ist RenPy. So, jetzt definieren wir also hier, also wieder rausrücken, in die erste Ebene zurückgehen und dann sagen wir define p
aber wir haben jetzt nicht mehr den Namen Player, sondern, und das ist das Witzige dabei, man kann hier genauso arbeiten wie hier unten. Man kann Variablen verwenden. Das heißt, wir sagen jetzt hier nicht mehr, wir heißen Player, sondern wir heißen Name. Also das, was in der Variable drin steht. Und jetzt, wenn wir das Ganze jetzt starten, und sagen, okay, wir möchten Angel heißen, dann heißen wir ab jetzt Angel. Weil wir quasi, ne, unseren Namen gespeichert haben und den dann für unseren Charakter benutzen. Wichtig auch, wie gesagt, hierbei ist natürlich diese eckigen Klammern. Klar. Und schon, voilà. Nachteil daran ist, wir können natürlich unseren P nicht mehr davor verwenden. Das heißt, wenn wir jetzt hier vor irgendwas machen wollen mit P, das geht nicht, weil P erst hier definiert wird. Das heißt, wir können erst danach mit P arbeiten. Das ist das kleine Nachteil daran, ist aber in der Praxis eigentlich kein Problem, weil man ja direkt am Anfang nach dem Namen gefragt wird. Von daher kommt da vorher sowieso eigentlich nichts. Trotzdem möchte ich da mal darauf nochmal hinweisen, dass das halt, ne, dass es diese Problematik gibt. So. Das war jetzt nochmal so als ganz kleiner Einschub. Genau. Und dann machen wir in der nächsten Folge das mit den Variablen, wie man mit Variablen hier mit Zahlenwerten umgehen kann. Von daher, genau. Ich brauche mal nicht. Ich brauche mal. Tschüss.